So, du musst ab. Dann müsste sich rein theoretisch alles lösen lassen, oder? So. Gott. Oh, scheppert dann ist er. Isä poltti puisen veturin. Se saunapesän tuhkattiin. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von My Summer Car. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, ihr seid bis jetzt gut durch die Woche gekommen. Es ist Bergfest, eine neue Folge steht an. Und ihr könnt schon sehen, dass Satsuma steht vor der Garage und nicht mehr drinne. Das liegt daran, es ist jetzt schon knapp wieder eine Woche vergangen. Ich habe mal den Satsuma geschnappt und bin damit zu Fletarien. Hab den jetzt mal richtig einstellen lassen. Wir sind jetzt bei zwischen 15,5 und 15,8, was das Gemisch angeht. Zumindest was die Anzeige hier an der Seite uns zumindest anzeigt. Also das ist auch noch okay. Wir werden uns heute wieder in dieser Folge um den Satsuma kümmern. Einmal das Fahrwerk wollen wir machen, vorne und hinten. Und das könnte schon eine Katastrophe werden. Und vorher wollen wir den Kofferraum. Kofferraum, na klar. Mann. Erst den Beginn, die Anmoderation verkackt und jetzt war es schon wieder. Das läuft. Also auf jeden Fall wird dann ein Outtake, eine Outtake-Szene. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von My Summer Car. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Bergfest, eine neue Folge steht an. Und wir können schon sehen, dass der Zuma steht hier vor der Garage. Nicht immer, aber wir die nach Marab verfahren, weil wir das Lied dong, ding, ding, dong. Ding, 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 dong, 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 dong. Ich meine natürlich die Motorhaube. Da müssen wir einmal die Motorhaube abmachen. Ich bin raus, sorry, bei solchen Geräuschen bin ich raus, ne? So, denn ihr habt mir auch in die Kommentare geschrieben. Ich lese natürlich auch die Kommentare immer so. Wir müssen natürlich das hier auch noch einbauen fürs Nitro. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das verkabelt werden muss. Damals, wo es ins Spiel gekommen ist, hat das gereicht, ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist. Dann müsste da jetzt hier eigentlich so reingeplüppt werden. Kann natürlich sein, dass wir wieder den... dass wir den noch weiter entfernt halten müssen. Der kam ja hier oben drauf auf diesen Stutzen. Da! Sage ich doch. So. Und der müsste, glaube ich, auch festgeschraubt werden, oder? War der nicht zum Festschrauben? Ich glaube nicht, dass... Der war nicht zum Festschrauben. Listen again. War der nicht zum Festschrauben? Ich glaube nicht, dass... Der war nicht zum Festschrauben. Beziehungsweise andersrum, der war zum Festschrauben. Ich glaube nicht, dass der zum... nur zum Stecken war. Ja, da, Schräubchen, sage ich doch. Du sagst Größe 5. Okay, dann machen wir das. Und wir wollten hier mal die Räder hier reinmachen, weil ich wurde gefragt, warum ich denn nicht die Halterung für die Räder benutze. Ganz einfach liegt einfach daran, dass ich da nicht immer gleich dran denke, sofort. Ich muss das mal auf die 1 wieder umstellen, damit ich das mitnehmen kann. Hallo. Jetzt. Also ich denke da auch nicht immer sofort dran. Machen wir dann auch am Ende dieser Folge. Dann tun wir es natürlich in die Haltung rein. Ist doch kein Problem. So, was braucht? 5 braucht man, ne? Oder? I hope so. 5 ist hier vorne. Umschalten. Umschalten. Sind wir jetzt im Baumodus? Ne, jetzt sind wir im Baumodus. 5 ist das allererste. Das ganz kleinste eigentlich. So, Schräubchen, wo seid ihr, Schräubchen? Schräubchen? Ich hab sie doch gesehen. Ich sehe die Schrauben nicht mehr, bin ich blind geworden? Bitte keine Antwort drauf. Da, okay, so. Schräubchen 1, 2 Schräubchen waren es, ne? Das ist das zweite Schräubchen. So, damit ist das Nitro jetzt fertig eingebaut. Jetzt ist natürlich die Frage, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob wir das verkabeln müssen. Wie es in das Spiel reingekommen ist, war das nicht der Fall. Ist aber natürlich auch die Frage,
wenn man das nicht verkabelt. Weil hier hast du zwar die Nussflasche, die geht da aber nirgendwo hin. Das ist halt die Frage, aber ob das immer noch ist, also mit Aufschrauben, das klappt immer noch, auf jeden Fall. Das müssten wir maximal mal austesten. Wir gucken mal, ob irgendwas uns häkchenmäßig anzeigt, ansonsten wird das immer noch mit Clip-Verfahren einfach bloß sein, beziehungsweise festschrauben, das war's. Zum Aufdrehen die Anzeige kam, ja, aber das ist, glaube ich, nicht zum Verkabeln, ne? Dass man den Hund immer noch hört, ne? Der ist beim Onkel drüben. Nee, geh mal raus. So. Der Nitro zeigt's an, weil man es bedienen kann, ne? Bewegt sich mal wieder der Roller, ja? Meine Güte. Ja, kann man. Ist natürlich jetzt noch zugedreht. Wir müssen es mal testen. Ich glaube, das ist nur einfach einbauen und fertig. Das müssen wir, glaube ich, nicht verkabeln. Falls ich mich irre, könnt ihr es natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, jede Hilfe wird natürlich dankend angenommen. So, das heißt, Nitro ist fertig. Motorraumdeckel können wir trotzdem noch nicht drauf machen, weil wir müssen ja hier oben die Schrauben auch noch lösen. Oh Gott, das, ich freue mich jetzt schon drauf. Ich freue mich jetzt schon. Den Kofferraum kannst du auch offen lassen, weil da hinten musst du auch noch eine Schraube lösen. Das kann ja nur ein Desaster hier werden. So, ich freue mich. Jetzt auf zum Fahrwerk. Wir zerlegen jetzt den kompletten Satsuma. Erst haben wir es im Livestream gemacht. Jetzt zerlegen wir das Fahrwerk komplett. So, dass er nicht mehr fährt wahrscheinlich. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, das klappt. Ich habe Angst. Lasst mich nicht allein damit. So. Jetzt habe ich wieder die Tür vom Kopf. Es läuft. So. Wir müssen ja auch noch die Sitze hier einbauen, ne? Die Rallye-Sitze. So, die Federn. Ich glaube, Einbau war die Feder zuerst und dann der Schockabsorber und Ausbau war genau andersrum, ne? Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich bin erstaunt, dass man den Hund immer noch bellen hört hier, ne? Liebes Motorrad, du sollst nicht wandern, ne? Das hat dir keiner erlaubt. Kein Wunder, das ist nur Shepherd, ey. Gut, dann würde ich sagen, Wagenheber. Opa, auf Krücken kommt wieder. Vorsicht. Jetzt müssen wir den natürlich hier machen. Ich habe keine Lust, dass das uns wieder runterfällt. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen wegen der Tür, ne? Dann machen wir es gleich so. So, und dann Daumen drücken, ne? Dass wir das ausgebaut kriegen ohne Probleme. So, passt auf. Das Rad muss runter. Das muss abgeschraubt werden, auf jeden Fall. Rad war, ich glaube, 13. Ja. Sehr gut. So, Rad lösen zur Seite. Haben wir, ja, haben wir. Falls der Wagenheber wieder versagen sollte. Stell mal. Ist zwar eine polnische Art und Weise, aber. Stell mal einen Bierkasten drunter. Habt ihr, knallt ihn ganz gleich runter, ne? So. Oben müssen wir lösen. Um den abzubauen, muss die Bremse auf jeden Fall, glaube ich, runter. Oh, das Gestänge muss da auch runter. Warum ist hier die Schraube locker? Das weiß auch keiner. Ist ja wunderbar, wenn sich die Kacke alles löste, ne? Warum ist nicht. Ich frag gar nicht erst, oder? Und schwupps hat sich die. Oh, was? Schon hat er wieder rübergeschoben, ne?
Nur, dass wir hier dran gekommen sind. Aber hier passiert es natürlich nicht. Nein, ach, warum auch? Ist ja kein Wunder, dass er nicht auf dem Wagenheber bleibt. Ich wollte eigentlich nur die Größe wissen. So. Schraubenschlüsselgröße 10. Das kann hier ein Desaster werden heute. So. Schraube lösen. Jetzt muss die Bremse, das Lenksystem, alles runter. Ich hoffe, das müssen wir nicht alles wieder einstellen. So, Bremse war, glaube ich, 14. Jo. Schön, danke auch. So. Warum ist das ab? Ist was nächstes runtergekommen oder was? Warum sich die Schrauben lösen können? Das ist auch so ein Phänomen. Ja, das ist ab. So, jetzt legen wir es mal hier rein. Größe 9. So, da waren es 4 Schrauben, ne? So. Das müsstest du lösen können hier, oder? Okay. Das reicht noch nicht, ne? Das Gestänge muss auch noch ab. Wenigstens ist es auch dieselbe Größe, sehr gut. So, du musst ab. Dann müsste sich rein theoretisch alles lösen lassen, oder? Einen halben Herzkasper hier, ey. Raus. Raus. Boah, ich sehe gar nichts, ne? Alle. Ja, schieb's noch weiter weg. Oh, Mann. Kann ich den jetzt nicht lösen? Oder muss... Gut, dass ich den Bierkasten hier hingemacht habe. Durch das Rumgeschubse ist er natürlich wieder mal, wie erwartet, vom Wagenheber gesprungen. Oh, ist das nervig. Dass das überhaupt geht, ist ein Wunder. Wir haben doch aber jetzt alles gelöst. Oder wir haben mal wieder das Phänomen, dass irgendwo eine Schraube natürlich wieder locker ist. Nicht locker ist. Dann geht es natürlich wieder mit dem Lösen so eine Sache, ne? Ich sehe auch gar nicht die eine Schraube. Jetzt geht's zu lösen. Muss nur wieder den richtigen Punkt finden. Alles klar. Gut, das erste Teil hatten wir schon mal. Auch wenn wir das halbe Auto schon fast ausgeschlachtet haben hier mit, ey. Okay. Jetzt müssen wir es natürlich wieder richtig rum einbauen, ne? So. Da war Häkchen. Das sieht aus wie so eine gebrochene Sollstelle, ey. Machen wir erstmal hier oben, oder? Einmal runter. Größe 10. Es ist hier oben wenigstens fixiert. Zack. 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 Jetzt können wir gleich schon wieder auf die 9 wechseln. So. Ja, es geht erst, wenn die Bremse drauf ist. Hat man im Livestream gelernt. So, jetzt mal hingucken. Wir hatten es letztens das gelockert im Livestream, ne? Ja, habt ihr es gesehen? Slow Motion nochmal bitte.
Die Schraube ist gleich hinterher geflutscht. Pass auf, jetzt ist es fest. Also lag es doch nicht an mir. Warum flutscht das in die Ausgabe? Prost. Warum flutscht das in die Aus... Nee, keine Fragen fragen. Das bringt, glaube ich, nichts, ne? So. Jetzt müssten wir den ja hier reinsetzen können, ne? Jawohl. Dann können wir den jetzt auch gleich festschrauben. Sollte vielleicht kein F drücken über dem Bierkasten. So. Warte. Schwankt man natürlich, während wir hier bauen. Alles klar. Na, warum nicht? So, eins. Zwei. Drei. Eins. Zwei. Drei. Wo ist die vierte Schraube? Gib mir die vierte Schraube. Vier. So. Jetzt das noch. Sehr gut. Du warst Größe 12. Und dann haben wir das schon verbaut. Sehr schön. Zack. Schwupps, ist auch gerade. Nehmen wir den Bierkasten weg. Sehr gut. Gleich das Rad drauf. Gleich die 13 nehmen. Zack. Schwupps. Erste Fahrwerk erfolgreich umgebaut. Heidi Witzka. Da kommst du echt ins Schwitzen, ne? Hier oben hat man auch, ne? Alles fest, perfekt. So, jetzt hier hinten. Das ist wieder ein ganz anderes Fahrwerk. Wie gesagt, ich glaube erst den Schockabsorber raus, dann die Feder raus und dann erst die Feder rein und dann den neuen Schockabsorber rein. Irgendwie so war das. Und vorher die Bremse natürlich wieder rausbauen, sonst geht es glaube ich nicht. So, zack. 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 Haben wir jetzt. Oh Gott, da wackelt wieder das ganze Auto, ne? Bierkasten schnell, bevor er runterfällt. Ich kenne da mein Glück. So. Zack. Wir müssen. Muss ich die Bremse aufbauen? Ich weiß es nicht. Hier haben wir auf jeden Fall zwei Schräubchen. Größe 6. Die müssen auf jeden Fall ab. Größe 6. Nehmen wir mit. So, das müsste der zweite sein. So. Wo sind sie? Ja. Schrauben. Ich habe euch da gesehen. Muss mich verarschen. Ja, da war gerade eine. Hä? Schon wieder was anderes. Da. Nicht? Och, nö, kein Verstecken spielen. Für eine Millisekunde. Warte mal, das Ding ist... Da ist die Schraube. Schraube Nummer 1. Schraube Nummer 2. Und im Kofferraum muss ich die auf jeden Fall noch lösen. Da. Größe 12. Sehr gut. So. So, mal gucken, ob wir es jetzt schon lösen könnten, eventuell. Wäre natürlich richtig nice. Sehr gut, wir brauchen die Bremsen. Was machst du? Disco Pogo? So, die Federn müssten auch rausgehen. So. Dann so.
Und der Schockabsorber. So. Ja gut, das war relativ easy, ne? Jetzt können wir das hier hinten auch gleich abschrauben. So, dann schrauben wir den hier fest. So, jetzt braucht man Größe 6, ne? So. Da ist das was hinten, was ich als schlimmer empfunden habe eigentlich, zumindest von der Erinnerung her. Ist eher einfacher als das vorne, weil vorne musste viel mehr abschrauben. So, das war's. Was ist das da? Das ist Schraube 7. Das sieht so locker aus. Nee, ist aber nicht okay. Gut. Dann können wir das wieder wechseln. Zack, das raus. Wir sind ja fertig. Mehr gibt es hier nicht zu wechseln. Sehr gut. Jetzt können wir aufatmen. Doch nicht so schwierig. 13. Na, lass ab. So, wir haben noch eine Seite zu machen. Die Folge geht heute schon wieder länger, als sie eigentlich soll. Aber okay, die Zeit nehmen wir uns einfach. Hauptsache das Fahrwerk ist dann richtig drin, ne? So, let's go. Dass man den Hund hört, das ist echt ein Phänomen. Also, wenn ich so einen lauten Hund hätte, würde ich mich schämen. So. Haben wir es mal ausgesprochen. So. Drin haben wir schon gelöst, die Schraube. Das heißt, wir müssen bloß hier hinter dem Rad die zwei Schrauben lösen. Rüber mit dir. Braucht trotzdem einmal den Werkzeugkasten. So. Die 6 war es, ne? So. So. Hier müsste irgendwo die Schraube sein. Genau. Schockabsorber. Das liegt am Tank oder was? Ne, da liegt er. Da, wo er nichts zu suchen hat, ne? Mann, 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 Mann. Ja, sammeln wir mal die Schrottteile. Jetzt noch die Feder. So. So. Auch hier wieder erst die Feder. Weil sonst kannst du, glaube ich, wenn du den Schockabsorber zuerst einbaust, kriegst du die Feder nicht mehr rein. Irgendwie so habe ich mir das mal gemerkt gehabt. Das habe ich am Anfang auch immer falsch gemacht. Sehr gut. So, zwei Schräubchen. Zack. Na, hier. Zack. Dann einmal 12 drinnen. So. Türe zu auf den Tod. So, Rad wieder dran. Wir wechseln. Rad festmachen. So, hinten ist schon mal das Fahrwerk komplett geändert. Sehr gut. Und das noch einmal kompliziert zum Schluss. Weil es geht, es hält sich in Rahmen, ne? Wenn man jetzt nicht erst das komplette Auto auseinanderbauen muss, da geht das. So. Wenn man natürlich erstmal gucken muss, welche Schraube ab muss und gucken muss, ob die ab ist und hier und da, dann ist das natürlich schon ein bisschen schnerviger. What the hell? So, dann hier nochmal Rad abschrauben. Rad abschrauben. Rad abschrauben. So.
brauchst nicht großartig wackeln. Zack. Keine Zeit dafür. Wir müssen fertig werden mit dem Fahrwerk. So, dann glaube ich, was war es denn? Die 10? Für oben? Ja. 3 Schräubchen hier. So. Dann brauchte ich die 14 für die Bremse. Ich glaube, das müssen wir aber nicht komplett abbauen, ne? Und die... Das können wir, glaube ich, so lassen. Die 9. Nee, es ist 12 gewesen. Wie ist denn das noch fest? Und jetzt die 9. Nee, so. Nein. Ja. So. Du kannst eigentlich abgehen. Jawohl. So. Das muss ab. Das muss ab. Das muss ab. Dann haben wir das schon mal. So. Und jetzt noch 4 Schräubchen hier irgendwo. 1. Die vierte Schraube. Da. So, alles locker. Jetzt müsste es eigentlich rausgehen. Boah, die ging easy raus. Alright. So. Einmal hier hin zum Müll. Haben wir hier die Tür zugemacht? Ich wusste gar nichts davon. Macht's Brett auf. So, das heißt, ne, das ist richtig rum. Erschreckt mich nicht so. So, zack. Dann einmal. Ja, komm, wir machen das Stück für Stück. Erstmal oben wieder fixieren. So. Zack. 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 Dann machen wir den 9. Schrauben wir die 4 Schräubchen hier erstmal fest. 1. 2. 3. Fest. Sehr gut. Dann das weg. Dann bauen wir erstmal das schnell ein. Das hier genau. Da war schon Section. Sehr gut. 3 Schräubchen. Perfekt. Dann kannst du es ändern in einmal die 14. Dann schraubt man das schon mal fest. Und dann kannst du schon mal ändern in die A12. So. Ja, musst wieder gerade reinhauen. Sonst klappt es nicht. Da war's. Zack. Zack. So, Länge hast auch gleich ausgeglichen. Dann einmal die 13, wir nehmen das Rad. Zack. Und das Fahrwerk ist erfolgreich geschafft in dieser Folge. Ich sehe schon wieder, wir sind schon eigentlich wieder längst über die Zeit, aber egal. Wir haben ja noch 2 Kleinigkeiten zu machen. Sieht immer so aus, als würde die Schraube rausgucken, ne? Aber die ist fest. Wir überprüfen es. Da, die ist fest. Gut. Fahrwerk ist fertig. Wir haben den Satz doch nicht auseinandergenommen, wie ich es erst dachte.
beziehungsweise wie ich es befürchtet hatte eigentlich. So, sehr gut. Nitro haben wir verbaut, wir haben das Fahrwerk verbaut. Sehr gut, jetzt können wir den Deckel wieder drauf machen. Wie gesagt, Probefahrt wegen Nitro-Testen und so, das machen wir dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Jetzt sprengt es einfach die Zeit, wir sind jetzt schon bei einer halben Stunde. Wenn das Häkchen nicht mal so bis eine Sekunde aufploppen würde, ey. Dankeschön. So. 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 So, die Türe auf. Dann machen wir jetzt noch schnell mit den Rädern, was ich gesagt hatte. So. Natürlich aufräumen. Ordnung muss... Genau so wird es gemacht. Ordnung muss sein, ne? Ordnung ist das halbe Leben, drum ins Loch und nicht daneben. Ihr kennt's. Eins. Rad Nummer zwei. Und dann gucken wir uns gleich noch eine Einstellung von der Mod ein, die jetzt seit dieser Folge mit an Bord ist. So. Aber erstmal räumen wir hier auf, ne? 3, dann ist das nämlich auch aufgeräumt. Dann habe ich den Kritikpunkt auch aus der Welt geschafft. Ich weiß, dass es kein bösartiger Kritikpunkt war. Es war einfach nur eine Frage, warum ich die nicht benutze hier, wenn wir schon einmal haben. Ich habe einfach nicht dran gedacht. So, zack, dann haben wir das auch aufgeräumt. So, und dank Ziggy 1007 habe ich die No Inspection Mod bekommen. So, den Mittelfinger, den ignorieren wir mal. So, gucken mal, weil da müssen wir das noch einstellen, dass wir jetzt keine Inspektion mehr wollen, ne? Was mit No Inspection war es, glaube ich, ne? Ja, No Inspection, please. So, da gehen wir mal auf Settings. Inspection Frequency in Weeks. Was ist, wenn ich das jetzt hier anklicke? Ich möchte das nicht. Disable Periodic Inspection. Also in Weeks, dann mache ich erstmal 12 Wochen und Disable, denke ich mal. Dass du es komplett ausschalten kannst. So, da haben wir das nämlich auch eingestellt. Jetzt sollten wir eigentlich keine Post mehr kriegen, dass wir zum TÜV müssen. So. Und ja, pünktlich hier mal wieder zum Ende der neuen Folge hat sich gerade mal wieder mein Sommer aufgehangen. Oh Mann, und die Motorhaube, die wackelt sich auch noch erst ab. Gut, dann muss ich die Abmoderation so machen. Das läuft wieder zum Ende. Das läuft. Auf jeden Fall war das erstmal eine neue Folge von Mai Sommercar. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn es ist, gerne einen positiven Daumen nach oben da lassen. Und was noch nicht gemacht hat, gerne ein kostenloses Abo. Damit unterstützt ihr mich und meinen Kanal. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann am Freitag zu einer neuen Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Reinschauen. Bleibt gesund, stay at home und bis zur nächsten Folge. Macht's gut.